anderem Kapitel aus der tschechischen Geschichte am 27. Februar haben wir die wechselhafte Geschichte eines kleinen Gebietes in Meereschlesien Revue passieren lassen. Es ging um das Gebiet im Umkreis der Stadt Hlučín oder auf Deutsch Hulčín. Peter Fägler aus Stralsund hat die Sendung gehört und uns eine E-Mail geschrieben. Interessant fand ich den Beitrag über das sogenannte Hulčíner Ländchen. Kürzlich habe ich über die Gegend auch eine Sendung im deutschen Fernsehen gesehen. Auch darin wurde über Menschen berichtet, die im Laufe ihres Lebens in drei verschiedenen Staatsgebilden gelebt haben, obwohl sie ihre Heimat niemals verlassen hatten. Das sind wirklich Sonderfälle der Geschichte. In der Tat ist das Hulčíner Ländchen ein Sonderfall. Als Folge von Kriegen wechselte es mehrfach den Besitzer. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts gehörte es noch zum Königreich Preußen und war damit Teil des Deutschen Reiches. Mit dem Inkrafttreten des Versailler Vertrags im Januar 1920 ging es jedoch an die noch junge Tschechoslowakei. Bereits 18 Jahre später wurde das Gebiet von Hitler-Deutschland einverleibt, als Teil der Sudetengebiete, die die Tschechoslowakei als Folge des Münchner Abkommens 1938 verlor. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das Hulčíner Ländchen wieder tschechoslowakisch. Andreas Mücklich aus Berlin hat in unserem Geschichtskapitel nicht nur etwas über das Hulčíner Ländchen gelernt, sondern auch etwas über seine Heimatstadt. Dank Radio Prag weiß ich nun endlich, woher der Hulčíner Damm in Berlin seinen Namen hat. Genau, der Name der Straße im Osten der deutschen Hauptstadt kommt von einem kleinen Städtchen in Meereschlesien mit dem Namen Hulčín. Zum Abschluss des heutigen Hörerforums kommen wir zu einer Rubrik aus unserem Programm, die sich bei vielen von Ihnen großer Beliebtheit erfreut. Der Sprachkurs Tschechisch gesagt von Markéta Kachlíková. Wolfgang Böhm